Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Ach so. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. So, wie komme ich darüber? Ach so. Speichern. So. Vorsicht, nicht am Geländer lehnen. Was würde mir denn das bringen, mich da hoch zu teleportieren? Am besten erstmal gucken, wo muss ich denn hin? Da geht das Gel lang. Da drüben komme ich her. Da steht Exit. Bringt quasi gar nichts. Ach, eventuell muss ich ja hier oben hin. Ach, eventuell muss ich auch ganz woanders hin. Obwohl. Das war natürlich wieder genau das Falsche. Dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keinen entlassen, nur weil er am Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Der Kerl gefällt mir irgendwie. So, okay. Zack. Wir haben die neue Testkammer erreicht. Spontan fällt einem nur dieser Knopf hier ins Auge. Ups. Der sorgt dafür, dass da ein Flatschen von dem Ziel rauskommt. Den wir jetzt quasi hierhin klatschen werden. Und dahin auch. Dann springen wir da einfach hoch. So. Und sind jetzt hier oben. Aha. Wir könnten jetzt das Gel nach draußen bringen. Zum Beispiel da raus. Das flanscht dann dagegen. Okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das bringt. Ich gehe erstmal raus. Und verteile das hier einfach mal so ein bisschen. Da zum Beispiel nicht.
Das flanscht jetzt dagegen. Was genau bringt mir das? Ich kann es dahin flanschen lassen. Das landet dann da, okay. Das landet dagegen. Das geht noch da. Höher kriege ich das dann nicht, ne? Ach, wir sind jetzt hier oben. Okay. Ach, wir sind jetzt hier oben. Okay. Da treffe ich nicht, oder? Ich glaube, von hier treffe ich nicht. Da lande ich im Wasser. Das da muss doch auch noch irgendeinen Sinn haben. Da möchte ich jetzt mal rüber gucken. Achso. Nein. Aha. Okay, das könnte passen. Verdammt. Ich möchte ein bisschen mehr. Verdammt! Ich will ein bisschen mehr Anschwung haben. Verdammt! Das war das falsche Portal. Och Mist. Ja, lass mich da mal hoch. So. Dann darüber. Und alles nochmal. So. Nein! Na. Mal ein bisschen kleistern hier. Damit ich mir nicht so viel solche Gedanken machen muss, mit dem Treffen.
So hatte ich mir das vorgestellt. Der Kaffeepot enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht, dir den Vorgang bildhaft vorzustellen. Denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. So wird ein Schuh draus. So. Aua. Bin ich wieder gegens Mikrofon gekommen? Oh Gott, ich mag das Gel nicht. Nicht, weil es irgendwie doof ist, sondern weil es so kompliziert ist. Das war ja eigentlich ein ganz einfaches Rätsel. Schlimm wird's erst, wenn die anderen Gelsorten dazukommen. Vor allem das letzte, das ist furchtbar. Das weiße. Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir rausoperieren. Das hier ist Wasser. Damit können wir Sachen abwaschen. So. So. Ups. So. Also ich habe jetzt den Knopf gedrückt, das Wasser hat sich abgeschaltet und wir konnten hier Farbe hinflanschen, um hier hochzuspringen. Ganz ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Denk dran. Wenn ein Zukunfts-Du dich von diesem Test warnen will, höre nicht auf ihn. Das plätschert jetzt dagegen. Okay. Was ist jetzt dagegen? So, ich bin ja doof. Ach Mist. Wann hatte ich gespeichert? Ruhig bleiben, sage ich denen immer. Zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise. Darum folgender Tipp. Wenn du deinem eigenen Ich begegnest, schau ihm nicht in die Augen. Im Labor sagen sie, das könnte zur Auslöschung der Zeit führen. Komplett. Kein Vor und kein Zurück mehr. Also, tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen. Obendrauf? Ja, das ist praktisch. So. Die Wand da bekleistern. Ich habe jetzt nämlich vor, hier runter zu springen. Durch das Portal gegen die Wand und dann nach da hinten. Zum Ausgang. So ungefähr.
Hier fließt das weiße Gel. Oh oh. So. Unfälle tun weh. Du wirst dich verletzen. Mitarbeiter, gefährde andere nicht. Die Firma, Ersatz ist kostspielig. Die Wissenschaft, Untersuchungen, behindern den Fortschritt. Sicherheit zuerst. Speichern. Das Blaue. Zack. Schön, wie das funktioniert hier. Oh. Das wäre fast in die Hose gegangen. Huch. Orientierung verloren. Wo bin ich? Oh, wir müssen noch weiter springen. Sprung! Hörst du das? Das bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Fluren. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ach so. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Die waren niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur der Haifa könnte größer sein. Na los, packen wir's an. Jawohl, packen wir's an. So. Hier kommt blaue Grütze raus. Hier kommt Wasser raus. Hier ist ein Knopf für den Würfel da. Der lässt den Fahrstuhl runterfahren. Der Würfel angemalt. Wo ist er denn? Da. Müssen wir den nur irgendwie einfangen. Ach, das sieht ja auch schön aus hier. So. Und abwaschen. Jetzt können wir den nämlich hier drauflegen. Fahrstuhl kommt runter. So, jetzt müssen wir dann nur noch hochspringen. Und dann den Würfel da wieder runterholen. Ach so. Genau. Bei der Forschung geht es nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht es ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialfehlerfunktion, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du. Sachen packen. Durch die Tür. Rein ins Auto. Gute Fahrt. Gott sei Dank meint er nicht uns. Gott sei Dank. Ich weiß gar nicht mehr genau, ob jedes der drei Gele so einen Testturm hatte. Dann könnte sich das ja nämlich noch ein bisschen ziehen.